Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Fuma. Bei mir gibt es Tipps, Tricks und Guides und auch den Blatin Guide. Doch heute dreht sich alles um. Gate commit on my mark. 3, 2, 1, mark. Homeworld 3, meine lieben Freunde. Homeworld 3. Bevor wir aber damit anfangen, checkt auf jeden Fall gerne dieses Video aus. Das war das letzte Video, was ich zur Homeworld 3 gemacht habe. Und damit ihr gar nichts mehr verpasst, meine lieben Freunde, würde ich mich mega über ein Abo freuen. Und natürlich checkt auch gern diesen Content aus. Das ist anderer Content auf meinem Kanal. Und jetzt legen wir los. Homeworld 3, meine lieben Freunde. Bis dahin sage ich wie immer, Semper Fi. Und bleibt gesund. Nach dem Intro geht's los. Let's do it. This is the future. Evolution. This is the future. Am Anfang der Zeit wurde der große Hypersprungkern gefunden. Er ermöglichte interstellare Reisen. Die Außenrandhandelsrouten wurden gegründet. Die Galaxis in Frieden vereint. Viertausend Jahre vergingen, bis der zweite Kern auf einem Wüstenplaneten entdeckt wurde. Blutvergießen war die Folge. Doch die Verbannten kehrten zurück zu ihrer Heimatwelt, Egara. Eine junge Frau führte sie durch die Galaxis. Und sie wird sie erneut anführen. Ihr Name ist Karan Siet. Dies ist die Geschichte vom Ende der Zeit. Wir wissen dies, weil der dritte Kern gefunden worden ist. Unter Einfluss dieses Kerns haben sich die Taidan mit einem neuen Anführer erhoben. Vega-Kriegslord Makan. Er nennt sich selbst Sayuk Ka, der Auserwählte. Sein Schatten fällt schon auf viele Systeme. Und nun hat er seinen Blick auf Hiigara gerichtet. Tief im Innern des großen Wracks bei Tanis begann der Bau eines neuen Mutterschiffs. Stolz von Hiigara. Ein weiteres Mal werden die Verbannten der kommenden Dunkelheit entgegentreten. Hier Flottenkommando. Halten Sie sich für Hypersprungkerntransfer bereit. Eindämmungseinheit online. Energiesignaturen im grünen Bereich. Primärkopplungssysteme gelöst. Flugbahn ist gut. Hypersprungkern auf dem Weg. Hier Tarnis-Kontrolle. Wir haben Sichtkontakt zum Kern. Transfer weiterführen. Flugbahn und Ausrichtung bestätigt. Gehen auf 1.15 und initiieren Kata-Routine. Hier
Das Mutterschiff erkennt den Kern und bestätigt Signal. Flottenkommando online. Mutterschiff-Statusbericht. Technikabteilung online. Bereithalten für Start der Haupttriebwerkssequenz. Haupttriebwerke online. Triebwerkstest abgeschlossen. Alle Standardantriebssysteme sind funktionsfähig. Navigation online. Das Mutterschiff ist in Bereitschaft. Achtung, TARDIS-Kontrolle, hier Grenzstation Chimäre. Wir haben mehrere unidentifizierte Einheiten geortet. Signal deutet auf Vega-Bomber-Angriffsgruppe hin. Das ist ein Notstartalarm. Alle Piloten auf ihre Stationen. Meere Basis, hier Staffelführer Blau. Feindliche Einheiten fixiert, erwarte Befehle. Station Chimäre ist offline. Die Vega haben die Grenze um TARDIS durchbrochen. Das Mutterschiff wird angegriffen. Wir können hier nicht länger bleiben. Notstartsequenz aktiviert. Startpersonal in Bereitschaft für Notstart. Alles Roger, TARDIS. Primärkopplungssysteme gelöst. Das Mutterschiff hat TARDIS verlassen. Wir sind auf dem Weg. Langstreckensensoren haben mehrere feindliche Signale mit Brennpunkt TARDIS entdeckt. Alle Schiffe Andockmanöver einleiten und für Hypersprung bereit machen. Die Vega sind angekommen. Hypersprung-Notfallmaßnahmen eingeleitet. Kurs auf Heimatwelt gesetzt. Das Mutterschiff muss überleben. Subsystem verloren. Abfangjägerstaffel wird angegriffen. Angriff abgeschlossen. In Warteschleife eingeschwenkt. Abfangjägerstaffel wird angegriffen. Ganz ruhig. Scans bestätigen, dass die letzte Oberflächenbombardement-Plattform zerstört wurde. Die Sensoren melden, dass mehrere Vega-Schiffe in den Hyperraum fliehen. Hiigara ist sicher.
Der Sieg ist unser. Karan wurde der Sayuk-Kar, der Auserwählte und Bewahrer der Drei. Jahrtausende währende Konflikte wurden beendet. Eine Zeit der Entdeckungen begann. Eine Zeit der Wunder und Visionen. Aber ein Geheimnis blieb. Das Auge Arans wurde in den Weiten des Außenrandes entdeckt. Es wurde geöffnet durch die Macht der Drei. Was dahinter lag, erfüllte die Galaxis mit Ehrfurcht. Ein großes Netz von Hyperraumtoren. Ein uraltes, in der Leere perfekt erhaltenes System. Äonenlang vor allen Blicken verborgen. Die Ära von Siet hat begonnen. Wollt ihr Fuma loben? Daumen nach oben, abonnieren und Glocke aktivieren geht über Vaporisieren. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Auch eure Meinung ist mir wichtig. Also lasst die Tasten glühen und rein damit in die Kommentare. Mein besonderer Dank geht an meine Kanalmitglieder. Ihr haltet den Laden als Master und Commander hier am Laufen. Danke für eure Treue und euren Support. Semper Fi, euer Fuma.